Leszek, wir haben Juni, Urlaubsstimmung beim VfL Oldenburg. Wenn du über Handball nachdenkst, denkst du an die letzte Saison oder an die nächste Saison? Eigentlich beides. Das ist nicht einfach, bestimmte Spiele, bestimmte Phasen zu vergessen. Aber ich bin natürlich sehr stark beschäftigt mit Zukunft, mit neuen Kader, mit neuen Ideen, mit neuen Trainingseinheiten. Das alles beschäftigt mich immer noch. Können wir trotzdem noch mal kurz zurückblicken auf ein, ich glaube, recht schwieriges Jahr. 33, 31 Punkte waren es am Ende. Nochmal die Frage, woran denkst du eher? An Spiele wie dem Spiel gegen Leipzig, das mit 10 Toren hier gewonnen wurde, oder an die Niederlagen zu Hause gegen Blomberg oder die beiden in Metzingen oder in Koblenz? Es gibt viele Sachen, die mich beschäftigen. Man bedauert natürlich, dass wir ein oder anderes Spiel meiner Meinung nach absolut unnötig verloren haben. Man ist stolz auf diese Truppe nach seinem Spiel, wie zum Beispiel gegen Leipzig oder auch gegen Erfurt. Ich denke aber, dass wir grundsätzlich unser Saisonziel erreicht haben, aber wieder denke ich an Verletzung von Lois, ich denke an Verpflichtung von Angie, die diese erste Phase vor allem mit uns fast kaum trainiert hat und natürlich musste viel nachholen. Es gibt viele Themen, die mich beschäftigen. Angie bringt uns gleich zur nächsten Saison. Ist das richtig, dass sie eine von den Führungsspielerinnen wird, jetzt da, wo einige Führungsspielerinnen gegangen sind? 6 Spielerinnen haben wir verabschiedet nach dem Sieg gegen Metzingen am letzten Spieltag. Auf Angie Geschke wird eine besondere Rolle zukommen? Angie hat immer eine besondere Rolle gespielt und ich hoffe und denke, dass auch zukünftig wird Angie eine entscheidende Rolle für uns spielen. Du sagst aber auch über 6 Spielerinnen, die uns verlassen haben. Wenn wir natürlich diese letzten Monate oder Saison berücksichtigen, dann das, was mich auch beschäftigt, das ist natürlich Abgang von 6 Spielerinnen, die uns jahrelang begleitet haben, die viel für unsere Vereine gemacht haben und die werden wir natürlich sehr vermissen. Du hast von einem Umbruch gesprochen, auf den du Lust hast, nochmal neu beim VfL wieder was aufzubauen. Du hast wörtlich gesagt, da habe ich Bock drauf. Kann man von einem Umbruch sprechen, ja, wenn so viele Leistungsträgerinnen auch gehen? Und die andere Frage gleich, wie lange wird das dauern, bis so ein Umbruch vollzogen ist? Werden nicht von Anfang an alle Rädchen ineinander passen wahrscheinlich? Ja, ich denke grundsätzlich optimistisch. Das heißt, ich hoffe, dass wir relativ schnell mit neuen Kader gute Spiele zeigen können, gute Handball zeigen können. Ich hoffe, dass die Mädels passen zu uns, dass die schnell sich mit neuer Mannschaft integrieren, dass die uns menschlich und sportlich überzeugen. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, bevor wir die Spielerinnen verpflichtet haben. Man hat sich natürlich erkundigt, überall informiert, Videos studiert, Gespräche geführt. Und diese Entscheidungen resultieren davon, dass man überzeugt ist, dass wir gute Leute verpflichtet haben. Das sind ganz junge Leute auch, ne? Also bis auf die Kirsti, bis auf Katrin Svensson sind die alle so um die 20 oder noch jünger. 3 neue neben der halbrechten Katrin Svensson. Die brauchen auch erstmal eine Zeit, bis sie sich in Oldenburg zurechtfinden, womöglich. Ja, Katrin ist eigentlich auch sehr jung. Insofern haben wir letztendlich junge Leute verpflichtet. Und ich denke, dass wir alle zusammen natürlich, von einer Seite freuen wir uns auf diese neue Aufgabe, von anderer Seite alle zusammen haben wir viel zu tun. Auch die Spielerinnen, die schon für VfL gespielt haben, die müssen diese neue Mannschaft durch engagierte Arbeit, durch überzeugende Arbeit unterstützen. Und ich glaube, wir Sportler, wir brauchen immer neue Herausforderungen. Es gibt viele und unterschiedliche Herausforderungen. Einmal ist das ein Spiel, anderes Mal sind das mehrere Wettkämpfe oder ein Bundesliga-Saison. Diesmal haben wir zusätzlich eine tolle Aufgabe zusammen. Wir wollen gemeinsam
von unbekannten Spielerinnen, von Team, die eigentlich noch nicht man als Team, sage ich, nennen darf. Also von einer Gruppe wollen wir ein Team aufbauen und gemeinsam erfolgreich spielen. Und ich freue mich besonders auf diese Herausforderung, weil seine Phase haben wir schon erlebt. Ich erlaube mich zu erinnern, dass als ich in Oldenburg begonnen habe, 6 Spielerinnen, davon zahlreiche Nationalspielerinnen, haben uns verlassen. Und das war auch ein sehr schwieriger Anfang. Dann gab es auch eine Phase, wo wir Spielerinnen verabschiedet haben, die uns vielleicht sportlich nicht unbedingt überzeugt haben. Natürlich hat man begonnen wieder mit einer Phase. Also solche Phasen passieren, und vor allem, wenn man lange eine Mannschaft trainiert, muss man natürlich rechnen, dass man verabschiedet ein oder andere Spielerinnen. Diesmal haben wir, wie du gesagt hast und wie jeder weiß, 6 Spielerinnen verabschiedet. Wir verpflichten jetzt insgesamt 5. Wobei die 5. natürlich hat noch nicht unterschrieben, aber wir sind sehr weit. Es handelt sich um eine junge Linkshänderin. Noch eine junge Spielerin. Und dann für die Rechtsaußenposition? Ja, für Rechtsaußen, vielleicht sogar für Rückraum-Rechtsposition muss man schauen, weil das ist eine vielseitige Spielerin. Aber sehr jung, wie gesagt. Und ich möchte nochmal erinnern, dass ich mich auch entschieden habe, von unseren A- und B-Jugendteams auch einige junge Spielerinnen für diesen Lernprozess und für Vorbereitungsprozess vor allem zu nehmen und schauen, beziehungsweise diese Entwicklung auch unterstützen. Ich glaube, die können auch von älteren Spielerinnen lernen. Also uns erwartet wirklich eine hochinteressante Phase. Eine Phase, in der die Mannschaft nicht nur sportliche Wettkämpfe bestreiten muss, sondern auch noch zusammenwachsen muss, ne? Naja, das gehört dazu. Also das muss alles zusammenpassen. Ich betone immer wieder, es geht nicht nur um sportliche Entwicklung. Wir wollen auch die jungen Menschen auch formen, und irgendwann bei Wiebke-Abschied habe ich gesagt, dass Wiebke ist für mich die gute Beispiel, wie eine komplette Spielerin sportlich und menschlich sich präsentieren soll. Und wir haben gerade als Oldenburger die beste Beispiel. Und wenn uns gelingt, wieder eine zweite Wiebke zu präsentieren, die weiß genau, wie man Sport, Leistungssport mit täglichem Leben, mit Zukunft, mit Beruf, mit Schule und noch dazu engagierte Auftreten woanders irgendwie hat, dann muss man mit Stolz sagen, dass man die Aufgabe als Trainer, Vereinsmitglied einfach erfüllt hat. Ein paar von denen haben wir noch, Angie, angesprochen, Kim Birkhoff, die wird wahrscheinlich auch viel Integrationsarbeit zukommen. Eine von den wenigen Älteren noch, Julia Renner, ist lange im Verein. Die haben auch die Aufgabe vielleicht, die jungen Leute in die Mannschaft einzubinden. Leszek, wird sich eigentlich der Handballstil vom VfL verändern, wenn so viele neue dazukommen? Naja, wir müssen natürlich bestimmte Sachen abhängig von Spielerinnen machen. Und bestimmte Sachen, die mit Handball direkt zu tun haben, anpassen und umgekehrt. Die neuen Spieler müssen auch lernen und versuchen sollen, unsere Handball zu spielen. Insofern, das wird natürlich eine Mischung, wo von einer Seite wir, von anderer Seite die neuen Spielerinnen. Beide müssen sich irgendwie ändern. Letztendlich werden wir gemeinsam um die Erfolge kämpfen. Aber was vielleicht noch sehr wichtig ist als Ergänzung, dass tatsächlich Kim, Julia, Angie, das sind die Spielerinnen, die auch diesen Prozess durchgemacht haben. Als unbekannte, neue, junge Spielerinnen haben die irgendwann begonnen, dieses Bundesliga-Geschäft zu betreiben. Und die wissen ganz genau, was erwartet natürlich andere junge Spielerinnen. Deswegen richtig ist, dass auch sie große Verantwortung jetzt tragen müssen und versuchen sollen, uns einfach zu helfen, dass wir gemeinsam dieses Spiel und Team aufbauen. Ich glaube, alle Spielerinnen sind im Urlaub. Mitte Juli geht es dann weiter. Irgendwann steht dann der erste Waldlauf an und die ersten Laktattests und am 19. Juli schon das erste Spiel in Oldenburg gegen die Wiebke Kettern Allstars. Wiebke Ketterns Abschiedsspiel, da werden wir dann die neue Mannschaft das erste Mal sehen. Viele werden wir sehen, weil Annika und Kara, unsere neue Kreisspielerin, spielen im Sommer
Und die jetzt ganze Zeit arbeiten sehr hart mit ihren Nationalmannschaften. Die spielen Weltmeisterschaften. Deswegen bekommen sie gerade dann, wenn wir beginnen, eine kurze Pause und Chance, sich auch zu erholen. Deswegen wahrscheinlich bei Wiebke-Abschied stehen sie leider nicht zur Verfügung. Aber du stehst als Trainer zur Verfügung und wirst vielleicht auch noch, das sehen wir dich, wirst einen 7 Meter werfen oder einen Pass von der Bank, was können wir erwarten? Also von mir gar nichts. Ich bleibe auf der Bank und versuche meine Aufgabe zu erfüllen. Wiebke hat uns schon gedroht, dass die seine starke Mannschaft eingeladen hat, dass wir uns wirklich stark konzentrieren müssen. Insofern dürfen wir uns keinen Spaß erlauben, sondern ganz ernsthaft. Wir werden Videoanalyse machen. Wir versuchen die Spielerinnen von Wiebke-Team nochmal vernünftig zu beobachten. Und das wird schon ein erster Versuch, wirklich deutlich zu zeigen, wie das neue Gesicht von VfL aussieht. Also eine Kampfansage vom Trainer. Wiebke muss sich da jetzt warm anziehen, ja.